Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Meckerlein. Ich möchte mal heute etwas ernster mit euch reden, denn in den letzten Wochen, Monaten und sogar im letzten Jahr oder darüber hinaus, je mehr der Kanal wächst, was ja schön ist, häufen sich bestimmte Aussagen, Gerüchte über den Kanal, über Mekorama und über mich. Und das möchte ich einfach mal in diesem Video adressieren. Ich möchte es mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und einfach mal auf diese Kommentare, die unter den Videos einfach schlichtweg landen, einfach mal ein bisschen drauf reagieren und mal Klarheit schaffen und dadurch vielleicht im Prinzip so ein Gegengewicht dazu bilden, dass man gleich schon mal irgendwelchen Falschinformationen, die da draußen rumkursieren, gleich mal entgegenwirkt und halt mal die Kante zeigt und sagt, okay, so ist es eigentlich gar nicht. Und da wurde mir in den letzten anderthalb Jahren ungefähr immer öfter unterstellt, dass ich quasi von Herstellern bezahlt werde, dass ich eine gewisse Meinung über bestimmte Drucker öffentlich vertrete. Und da muss ich sagen, das ist absolut nicht so. Ich habe noch nie von einem Hersteller Geld bekommen dafür, dass ich ein Review oder irgendwas in der Richtung über einen Drucker mache. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal den einen oder anderen Drucker von einem Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen. Zum Beispiel Tutrees SP5 oder jetzt auch aktuell den Tutrees SK1. Dann gab es nochmal den Creality K1C, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, der jetzt demnächst entsprechend in einem Video reviewed wird. Das heißt, das kommt bald. Und den Ender 3 V3 KE habe ich von Geekbuying zur Verfügung gestellt bekommen, um den zu testen. Für die Drucker habe ich nichts bezahlt, aber ich habe auch kein Geld bekommen, irgendwie in irgendeiner Hinsicht, um euch da eine gewisse Meinung zu, im Prinzip zu präsentieren. Und das behalte ich auch so bei. Da habe ich auch gar kein Interesse dran, jetzt wirklich irgendwie Geld dafür zu bekommen. Das einzigste Geld, was ich bekomme, ist regulär für jedes Video, was ich hochlade. Egal, ob das ein Review ist oder ein Projekt ist oder sonst was in der Richtung, dass ich dort einfach Werbeeinnahmen von YouTube habe und seit geraumer Zeit einen Sponsor wie PCBWay habe, der dann in meinen Videos einen klar definierten Werbeblock bekommt, dass ich dort dann halt entsprechend einen Werbeblock einfüge, den ich selbst gefilmt habe. Der ist zwar mit PCB abgestimmt, dass ich da nicht irgendeinen Unsinn verzähle, aber ansonsten hat PCBWay da auch keinen Einfluss drauf und die haben das einmal abgestimmt und dann, die sehen auch kein Video, wo der Werbeblock vorher drin ist, damit sie da irgendwie intervenieren können aus der Richtung, sondern die kriegen einfach nur von mir am Ende des Monats eine Rechnung, wo ich sage, Video A, B, C, D, E, F, G habe ich entsprechend mit eurem Werbeblock ausgestattet und stelle dann eine Rechnung, wie viel ich dann zu bekommen habe. Und das sind maximal 2 Videos im Monat, die ich da in Rechnung stellen darf. Mehr nicht. Punkt aus. Ich bekomme kein Geld für irgendein Review. Mich pimpt auch kein Hersteller. Und wer jetzt sagt, ah, Moment, da war doch mal im Newsletter von Prusa irgendwas, wo die Maggie erwähnt worden ist mit ihrem Review. Ja, das stimmt. Prusa hat mich in einem Newsletter erwähnt. Das war aber in keinster Weise abgesprochen. Und da habe ich auch am ersten Tag, als der Newsletter rausgekommen ist, von, ich glaube, 3, 4 Leuten, Chris war der Erste, eine Nachricht auf Discord bekommen. Ey, weißt du schon, dass du hier drin bist? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe den Newsletter auf Englisch abonniert, weil ich mein ganzes Betriebssystem und alles drum und dran auf Englisch benutze, weil es mir das Ganze einfach einfacher macht, wenn ich irgendeinen Fehler habe oder irgendein Problem habe, dass ich dann halt weiß, wie die Menüs und alles drum und dran auf Englisch benannt sind, weil ich dann da einfach schneller Hilfe bekomme. Und deswegen habe ich den englischen Newsletter auch abonniert, weil das automatisch vom System her dann so voreingestellt ist und ich da jetzt nicht großartig nach den Deutschen eingetragen habe oder so Richtung. Als mir Chris das geschickt hat, habe ich dann direkt den deutschen Newsletter abonniert, habe also das Ganze umgestellt, deutsch abonniert, mit einer anderen E-Mail-Adresse, mit meiner privaten, damit ich den auch bekomme. Und da war ich erstmal ganz überrascht, weil ich habe davon nichts gewusst. Es war nicht mit mir abgesprochen. Ich war positiv überrascht, klar. Es freut mich natürlich, wenn ich da so ein Feedback bekomme oder da so erwähnt werde. Aber es war in keinster Weise irgendwie, dass Maggie, hey, wir wollen dich im Newsletter erwähnen. Nein, war nicht. Ich habe im Nachhinein vom Markenbotschafter von Prusa für den deutschsprachigen Raum gesagt bekommen, hey, wir haben dich im Newsletter erwähnt, wie findest du das? Ich so, ja geil, gefällt mir richtig gut, das haben mich schon ein paar drauf hingewiesen. Mehr ist da aber nicht passiert. Ich bin seitdem mit dem guten Herrn in Kontakt, ich gehe ihm, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen auf die Nerven, aber mehr ist da nicht passiert, da ist auch kein Geld und nichts geflossen in irgendeiner Art und Weise. Ja?
Und wenn ich eine Review mache, zum Beispiel mal wie der FlashForge Adventurer 5M, der MK4, der K1 und, dann sind es Geräte, die ich im Studio stehen habe, die ich getestet habe, mit denen ich gewisse Druckstunden erreicht habe, wo ich sagen kann, okay, die Ergebnisse können sich so und so sehen lassen oder die interpretiere ich jetzt so und so. Und ich sage euch einfach meinen Senf dazu. Und dann mache ich ein Video drüber und das lade ich hoch. Und da sage ich einfach meine Meinung dazu. Diese Meinung mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht nicht gefallen oder nicht passen. Das ist auch okay. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Aber ich manipuliere da jetzt nicht, dass ich sage, okay, weil ich dem Hersteller gefallen möchte, dass ich da jetzt zum Beispiel mache, wie heißt das Ding hochlobe. Mache ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob andere das machen. Das können sie von mir aus machen, aber ich mache es persönlich nicht. Ich habe auch bei dem Video über den G-Tech Alkite eine E-Mail verfasst, die sich gewaschen hatte an G-Tech, wo ich denen gesagt habe, ey, pass mal auf, Leute, dass da das, was auf eurer Webseite steht, dass ihr das Resin unterm laufenden Wasser mit bloßen Händen, ohne Handschuhe von den Objekten abwaschen könnt, was da noch übrig drauf ist, das geht so nicht. Und ich habe so lange an ihnen rumgenervt mit 4, 5 E-Mails, wo wir hin und her geschrieben haben, bis sie sich dazu bereit erklärt haben, das Ganze dann umzustellen. Und dann bin ich auch bereit, die Leute wie jetzt heute, weil ich das Kurzvideo nochmal hochgeladen habe, die dann auch mal dafür zu loben, dass es dann endlich vom Hersteller dann doch das eingesehen wurde und dass man es dann ändert. Und dann lobe ich die auch darüber. Aber ich lasse mich in der Hinsicht nicht in irgendeine Richtung manipulieren, dass ich sage, okay, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir und ich sage dann was komplett anderes drüber. Das ist einfach, ich versuche euch in den Videos, wenn ich so ein Review mache, so gut es geht, mein Wissen zu teilen und meine Meinung dazu zu teilen, was ich gut und was ich schlecht finde an den Geräten. Und ja, das passt halt den einen oder anderen nicht, aber das soll auch nicht jedem passen. Man kann es nie jedem recht machen. Dann gibt es ein Thema, wo ich auch in den Kommentaren schon das ein oder andere Gerücht löschen musste. Das betrifft die Buzz Lightyear Lasergun. Wo dann auch gesagt wird, ja, das kommt ja nicht voran, das Projekt. Oder ich habe das aktiv sabotiert oder gar nicht erst weiterverfolgt oder was weiß ich auch immer. Und der Matthias hat ja gar nie wirklich eine funktionierende Version oder eine fertige Version bekommen. Und doch, das ist so. Der Matthias hatte donnerstags vor dem Karneval, also dienstags war der Karneval, hatte donnerstags vorher schon eine fertig ausgedruckte Version bei sich zu Hause liegen, weil ich ihm Mittwoch schon die Dateien geschickt habe. Und er hat sie auf seinen Druckern dann schon ausgedruckt über Nacht und hat sie dann donnerstags fertig gehabt, hat mir ein Bild geschickt und hat gesagt, geiler Job. Und da sind auch unzählige Stunden an Arbeit im Prinzip reingeflossen. Da ist kein Geld geflossen oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich habe den Matthias auch nicht gefragt, ob er mir irgendwelche Abos irgendwie zuweisen kann, sondern das hat der Matthias alles von sich alleine gemacht. Und ja, da ist eine Zeit lang jetzt kein Short oder kein Video oder sonst irgendwas, kein Content nach außen gegangen. Ganz einfach, nachdem der Matthias seine Version hatte, habe ich nochmal im stillen Kämmerlein hinten dran, nochmal hinter den Kulissen quasi nochmal weiter in der Gun gearbeitet, einfach um das Stück für Stück so weit zu bekommen, dass nicht nur eine Person wie ich oder der Matthias oder der Michael, der ja auch mit der Elektronik sehr, sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt hat, dass wir damit quasi das ganze Ding zusammengebaut bekommen, sondern es geht ja auch darum, dass, wenn das Projekt hochgeladen wird, dass dann wirklich alles soweit ist, dass es jeder bauen kann. Also, was muss ich drucken? Wie baue ich es zusammen? Wie heißt es? Wie sieht die Elektronik innen drin aus? Was für Komponenten brauche ich? Wie baue ich die Elektronik zusammen? Und, dass ihr wirklich ein Paket habt, dass ihr auch wisst, wo ihr hin müsst und wie das Ganze funktioniert. Und das muss natürlich für jeden funktionieren und für jeden nachvollziehbar sein. Dass da auch das Skript zum Beispiel mal so geschrieben ist, dass das richtig funktioniert und dass da auch kein Fehler entsprechend entsteht oder dass das für die Leute so einfach wie möglich ist. Das heißt, da bin ich gerade noch dran. Momentan, wie ihr sehen könnt, bin ich unterwegs, ja, wie so häufig in letzter Zeit. Und deswegen kann ich zwar an der Datei arbeiten, aber ich kann sie halt nicht ausdrucken, weil ich halt, wie gesagt, unterwegs bin und noch andere Sachen zu erledigen habe. Und von daher bitte ich einfach um Verständnis, dass das erstmal in Absprache mit Matthias so weit nach außen geht, wenn es denn so weit ist, dass wir wirklich was haben, einen Stand haben, wo wir mit zufrieden sind. Matthias ist jetzt auch nochmal 5 Wochen mit Band auf Tour. Das heißt also, in der Zeit habe ich nochmal Zeit, an der Gun zu arbeiten. Aber in der Zeit wird halt auch nichts rauskommen, weil wir gesagt haben, okay,
Der eine will den anderen nicht übervorteilen, indem er voreilig ein Video released, sondern wir sollen ja beide gleichzeitig das releasen, um beide, wie heißt es, auf gleicher Höhe zu sein und nicht irgendwie jetzt, dass der eine vor dem anderen released und dadurch einen Vorteil genießt. Das wollen wir nicht, auf beiden Seiten nicht und genau deswegen kommt es auch erst, wenn wir wirklich beide sagen, okay, go, jetzt geht das Video raus. Und deswegen bitte ich da einfach um Verständnis, dass es noch ein bisschen dauert, weil wir halt auch neben YouTube, neben den Videos zu drehen, noch ein Leben haben und noch eine Firma und eine Arbeit haben in dem Sinne. Matthias ist halt Fotograf, der ist viel unterwegs und macht da was und jetzt ist er mit der Band unterwegs. Ich selbst versuche noch gerade den Playcrew quasi in den Handel zu kriegen. Das ist halt mein Baby, was ich noch nebenbei versuche und das ist gleich das nächste Thema. Da kam halt auch das eine oder andere Gerücht, so, ah, das war jetzt nur Kickstarter und bla bla bla. Nein, wir sind aktiv dran. Wir sind jetzt sogar so kurz vor Release. Wir haben die erste Bestellung vom Händler schon quasi auf dem Tisch liegen. Wir haben auch schon wie heißt das, alles soweit angeleiert, dass wir das schon verpackt haben und dass das die nächsten Tage an den Händler rausgeht. Und sobald wir einen Link zum Händler haben, ja, zur Webseite vom Händler, wo das Produkt eingepflegt ist, dass wir euch wirklich aktiv sagen können, ey, da kannst du bestellen, wenn du Bock hast. Dann wird es ein Kurzvideo geben, wo ich das dann verlinke und nicht eher. Vorher kann ich nur sagen, okay, es ist in der Mache, aber vorher möchte ich auch solche Details nicht teilen, weil es sonst nochmal zu Fehlinformationen kommt oder irgendwelchen Gerüchten kommt, die ich einfach vermeiden möchte. Ja, deswegen seid bitte ein bisschen geduldig. Ihr seht, ich bin auch nochmal unterwegs. Es wird nochmal ein paar Tage dauern, weil das ist natürlich auch Kommunikation mit Dritten über 1000 Ecken teilweise. Also wenn ich eine E-Mail schreibe, dann das Wochenende oder so Richtung, die schreibe ich vielleicht am Wochenende samstags oder sonntags. Aber der Händler ist halt, was weiß ich, unter der Woche nur zu den Geschäftszeiten verfügbar und so weiter und so fort. Und so zieht sich natürlich jede Kommunikation, egal mit wem, geschäftlich gesehen, immer ein bisschen raus. Und ja, ich arbeite auch samstags und sonntags. Einfach, dass ich die Videos für euch drehen kann, dass ich den Playclue live bekomme und, dass wirklich alles funktioniert und dass es das auch alles gut funktioniert und ihr entsprechend Content bekommt und auch die Produkte bekommt. Dann gab es schon mal das ein oder andere Kommentar, dass ich Projekte anfange, schon öfters, aber halt nicht fertig führe. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt so in der Hinsicht. Ja, was ich eben gesagt habe, es dauert teilweise relativ lange. Vor allen Dingen, ihr wisst, wenn man was bei AliExpress zum Beispiel mal bestellt, dass es dann schon mal ein paar Wochen dauern kann, bis ein Bauteil da ist. Manchmal bekommt man die Bauteile gar nicht auf Amazon oder man muss erstmal recherchieren, bis man die Teile findet, die man braucht. Beim Voron 1.8 Low Budget zum Beispiel mal ist es jetzt so, es ist nicht, dass ich das so gewollt habe, dass das sich so lange rauszögert, sondern es liegt einfach daran, dass dann immer wieder irgendwelche Fehler auftauchen, weil das halt im Prinzip eine Eigenentwicklung schon fast ist, obwohl es halt ein 1.8 Download gibt für die Dateien. Aber wenn man halt den Rahmen von einem anderen Drucker nimmt und das umbaut und nicht die Standardkomponenten nimmt und das gerne vorführen möchte, auch nochmal, dass es im Video für jeden nachvollziehbar ist, dann muss man halt das Ganze ein bisschen durchkauen, dass das Ganze auch wirklich machbar ist für jeden. Und da bin ich gerade momentan an einem Punkt angelangt, wo es beim Rahmen nicht passt. Also nicht, dass ich den falsch geschnitten hätte oder so in Richtung, vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Aber wo ich merke, der Abstand oben zwischen dem oberen Teil vom Rahmen und der Gantry, der Aufhängung für die Gantry, da passt irgendwas noch nicht. Da muss ich nochmal gucken, wo ich nochmal Löcher reinbohre, wo ich das ausprobiere, weil ich mich vermessen habe oder weil ich dort vielleicht Profile bestellt habe, die nicht lang genug sind. Ich weiß es momentan noch nicht, das muss ich nochmal prüfen. Und das verzögert das Ganze natürlich auch nochmal. Und dann kommen noch andere Sachen dazwischen, dass natürlich ein Hersteller kommt und sagt, ey, wir haben hier einen Drucker released, da hast du den Drucker, du kannst den testen. Den teste ich dann natürlich, dann hat der Vorrang, weil da muss natürlich dann auch, wenn der Test fertig ist, das Video produziert werden, dass wenn der Hersteller sagt, okay, ihr könnt alle starten, Video soll rausgehen, dass das Video dann auch relativ zeitnah bereitsteht. Und deswegen verzögert sich da einiges. Und da bitte ich einfach um Geduld und auch, wenn ihr dann irgendwie der Meinung seid, okay, da ist irgendwas nicht es ist grün, dass ihr mir das dann vielleicht über Discord schreibt, aber nicht gleich über die Kommentare einfach raushaut, wo ihr dann vielleicht gar kein Wissen darüber habt und auch einfach keine qualifizierte Annahme treffen könnt, dass ihr erstmal mich fragt. Ich bin dann noch gerne bereit, Auskunft zu geben darüber, aber dass ihr dann dort entsprechend vielleicht erstmal mich zur Rate zieht oder vielleicht jemanden von meinem Team, also Hera oder so Richtung, ob die vielleicht mehr Informationen haben oder auf dem Discord einfach mal allgemein fragt, ob denn da irgendwas ist, weil da kann ich vielleicht sogar der ein oder andere helfen. Aber einfach mal so einen Kommentar zu schreiben unter ein Video oder irgendeine, was weiß ich, irgendwo was loszulassen, ist halt einfach nicht okay.
Ja. Und ich versuche schon, so gut es geht und so schnell es geht, alles Mögliche irgendwie rauszuhauen, was an Content da ist. Aber manchmal kommt halt einfach was dazwischen. Und aktuell ist halt noch so, dass wir versuchen, ein neues Studio zu finden. Und dieses Studio muss natürlich auch der Umzug organisiert werden. Der Umzug an sich muss stattfinden. In der Zeit kann ich keine Videos produzieren. Dann haben wir auch jetzt endlich mal eine Woche, naja, so fast, so halb, ein bisschen Urlaub. Seit 4 Jahren endlich mal das erste Mal. Oder eigentlich sogar schon seit 5 Jahren. Geplant war unser letzter Urlaub ja 2020 im März. Wie ihr wisst, hat das dann nicht geklappt, ja. Aus bekannten Gründen. Und das war so wirklich unser letzter Urlaub, wo wir ja gedacht haben, okay, wir machen mal 2 Wochen Urlaub oder 3 Wochen und genießen mal ein bisschen. Es ist aber dann ins Wasser gefallen. Das heißt also, wir haben jetzt endlich mal wirklich, ich glaube, 5 Tage oder 6 Tage für uns, wo wir dann mal ein bisschen runterkommen können und mal ein bisschen entspannen können. Und seither ist quasi eigentlich in den letzten 5 Jahren jede Woche, jeden Tag von morgens früh, von morgens um 10, 11 Uhr bis abends um 12, 1 Uhr in der Nacht, ja, wo ich Videos drehe, Videos schneide, Verwaltung mache für Playclue, für alles Mögliche, für die Firma und, weil alles in Eigenregie passiert, dass ich dort auf den grünen Zweig komme und dort entsprechend so schnell wie es geht, einfach alles voranbringe, dass ich auch sagen kann, okay, ich gebe die einzelnen Aufgaben Stück für Stück dann irgendwann ab. Das kommt jetzt so langsam, aber es braucht halt Zeit und da steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin und sehr viel Herzblut drin und sehr viel Schweiß drin. Und ich hoffe einfach, dass es sich auszahlt, in dem Sinne, dass ihr den Kanal abonniert, ohne das jetzt für euch als Pflicht zu machen, ohne euch jetzt ins Gewissen reden zu wollen. Aber ich hoffe einfach, dass wir schnellstmöglich Abonnenten bekommen, dass der Kanal wächst, dass wir Werbeeinnahmen machen, dass wir auch in der Lage sind, einen Editor anzustellen, der uns dann hilft, einfach die Videos zu schneiden, dass wir unabhängig bleiben über die Patreonen, die uns bisher geholfen haben, mit Geld entsprechend, was wir monatlich bezahlen für den Kanal oder auch mit den Mitgliedern hier auf YouTube, dass wir einfach Geräte so viel wie möglich kaufen können, ohne sie vom Hersteller gestellt zu bekommen. Dass wir einfach dort so unabhängig wie möglich arbeiten können. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir für euch unabhängigen und fairen Content bieten. Und dann gibt es noch mal ein Gerücht, was ich zuletzt ansprechen möchte, was mir auch schon ein paar Mal unterstellt worden ist. Die Maggie lässt sich immer über Bamboo aus, dabei hat sie eigentlich gar keine Qualifikationen darüber. Und ich kann euch so viel sagen, dass wir mal, ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Wir haben ja den Podcast jetzt zum Beispiel mal gestartet. Das war ja schon gleich ein sehr polarisierendes Thema, sage ich mal. Das war auch in der Hinsicht fast schon so bewusst gewählt. Ja, ein bisschen. Wo ich einfach mal meine Meinung kundgetan habe. Auch mit dem Wissensstand, den ich hatte. Und ich habe auch schon mit Grant von 3D Musketeers, das ist der YouTuber, der die Logfiles von ein Bamboo X1 decrypted hat, also es ist entschlüsselt hat und dann mal gezeigt hat, was denn da alles drin ist. Und ich habe auch mit ihm ein privates Gespräch geführt. Wir werden auch ihm demnächst im Podcast dran haben. Da geht es dann nicht über das Thema Bamboo, keine Angst, ja? Sondern wir werden uns mal darüber unterhalten, wie die Zukunft der 3D-Druckindustrie sozusagen aussieht. Ja, jetzt mal aus businesstechnisch Sicht gesehen, weil er ist ja auch mit seinem Geschäft sehr involviert in das ganze Thema. Und da werden wir uns darüber mal unterhalten. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und da habe ich natürlich auch nochmal das eine oder andere an Informationen mitbekommen, was ich sehr interessant fand. Und da sind wir auch natürlich im Austausch. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder das Kommentar, ja, die Maggie kann das ja gar nicht sagen, wie gut der Drucker ist oder wie nicht. Oder wie schlecht der Drucker ist, weil sie ja gar kein Bamboo zu Hause stehen hat. Und ich kann sagen, doch. Noch nicht ganz, er ist unterwegs, er ist versendet, aber es steht bald ein Bamboo Lab X1C zu Hause mit AMS. Und das Ziel ist nicht, dass ich darüber nochmal ein Review mache, was im Prinzip den gleichen, ich nenne es immer rosa-rote Brille, Wischi-Waschi-Content, ja, weil ich das so empfinde, sondern dass ich das Ding an Orca-Slicer anbinde und euch dann ein Video drüber mache. Oder dass ich dann die AMS mal an Voron anbinde oder versuche anzubinden oder an den Creality K1 oder K1C anbinde, um zu gucken, wie funktioniert das Ding denn mit Clipper? Funktioniert es überhaupt?
Oder kann man vielleicht eine ECRF, das ist eine Multicolor-Unit für den Voron eigentlich, eine Open-Source-Version davon, kann man das Ding vielleicht an Bamboo anschließen? Dass ich euch solchen Content biete, was für euch ein Mehrwert ist und was es so halt an der Hinsicht noch nicht gibt. Und dass wir das Ding auch mal wirklich komplett, wie der Matthias es schon im Stream gesagt hat, oh weh, wenn die Maggie mal einen Bambo in die Finger kriegt, dann zerlegt sie das Ding vom ersten bis zur letzten Schraube. Das werden wir natürlich auch mal machen. Und es geht mir darum, nicht irgendwie den Hersteller bloßzustellen oder so in Richtung, ja? Das tut er selbst mit seiner Art und Weise, finde ich zumindest mal, persönlich schon. Ich finde es schade, dass halt solche Daten halt abgegriffen werden. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr damit d'accord seid, dass solche Daten abgegriffen werden, ist das ja auch okay. Ich finde es halt für mich persönlich schockierend. Ich mag das nicht und ich werde natürlich auch versuchen, den X1C so hinzubekommen, dass er halt keine Daten sendet und ich trotzdem den vollen Funktionsumfang habe und trotzdem den Zugriff drauf habe. Ob das im LAN-Only-Modus dann wirklich der Fall ist, dass keine Daten rausgehen und sowas in Richtung. Das werde ich alles testen und gucken, wie das funktioniert. Und mir natürlich auch ein eigenes Bild machen. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, damit sind soweit alle Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Gerüchte gehört habt oder sonst irgendwas in der Richtung, dann seid doch so fair und so korrekt. Ja, weil wenn ihr irgendwas postet in den Kommentaren, was irgendwer liest, was sich später als falsch erweist, das sagt mehr über euch aus als über mich. Ja, weil im Prinzip, wenn ich dann irgendwas veröffentliche oder euch was zeige und beweisen kann, dass es nicht so ist, das straft euch Lügen. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr an der Stelle einfach zu mir kommt, mir eine Frage stellt zu einem Thema, die ich euch dann beantworten kann. Und dass wir auf die Art und Weise kommunizieren, statt dass ihr einfach plump hingeht und irgendwas raus in die Welt posaunt, was so vielleicht einfach nur angenommen wurde. Oder wo ihr einfach sauer auf mich seid und dann irgendwas verbreitet, was so nicht in Ordnung ist. Und damit gehe ich mich jetzt mal ins Bett bewegen. Ich trinke noch mein Bierchen fertig. Und dann geht es morgen schon weiter. Und wir sehen uns vielleicht, würde ich mich sehr, sehr freuen, am 15. März in Braunschweig zum Stammtisch. Da sind wir dann auch nochmal unterwegs. Da bin ich auch nochmal 2, 3 Tage unterwegs. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Hold the line, happy printing und ciao.